Dieser Segler erlebte einen Schreckensmoment. Er fürchtet um sein Leben, als mehrere Killerwale seine 30-Fuß-Yacht angreifen. Der Franzose Phelps Lucerot war 400 Meter südlich von Cap Vincent in Portugal Richtung Royan in Frankreich unterwegs. Den Angriff der fünfköpfigen Orca-Gruppe hielt er teilweise auf Video fest. Dabei ist zu sehen, wie sich die riesigen Wasserkreaturen an die Yacht heranpirschen. Sie greifen das Ruder an, das innerhalb einer Minute zerstört wurde, wie Lucerot erzählt. Außerdem wurde das Boot an beiden Kielen beschädigt. Der 70-Jährige schildert, dass er den Rumpf des Bootes knacken gehört habe. Schließlich musste er einen Notruf absetzen, da die jungen Orcas von der Yacht nicht mehr abließen. Auch nach Eintreffen des Rettungsbootes griffen die Orcas weitere 30 Minuten an. Zuvor waren in der Gegend bereits mehrere Orca-Sichtungen gemeldet worden. Der erfahrene Nautiker Phelps Lucerot segelte in einer Wassertiefe von 400 Metern. Experten raten Seglern, sich nur noch in flachen Gewässern von höchstens 20 Metern Tiefe zu bewegen, um Orca-Angriffe zu vermeiden. Wissenschaftler gehen mittlerweile aufgrund mehrerer Angriffe davon aus, dass die Tiere im Mittelmeerraum gelernt hätten, Boote anzugreifen.